Hallo und willkommen zu Folge 4 von Sanctum Sanctorum. Diesmal eine etwas kürzere Folge. Ich habe noch überlegt, ob ich sie Folge 3,5 nennen soll, aber wem bringt denn das etwas? Das gibt doch nur Durcheinander. Insofern machen wir hier heute mit Folge 4 weiter und wir bleiben auch bei den Zeitrafferaufnahmen. Diesmal aber ein bisschen was Besonderes, nämlich die letzte Seite von dem kommenden Luba-Heft 19, kommend in 2 Jahren, die Seite 24 als ein ganz neuer Akteur ins Theater tritt und Luba und Gelata sich diesem stellen müssen. Los geht's! So, los geht's mit der Splash-Page, aufgenommen mit einem 30-fachen Zeitraffer. Die Zeitraffer-Videos, die ich bisher bei Sanctum Sanctorum online gestellt habe, habe ich zum großen Teil nochmal aufgeschnellt, um besser im Erzählfluss, dem Erzählfluss angepasst zu sein. Das hier lasse ich nun in 30-facher Geschwindigkeit mal durchlaufen, knappe 10 Minuten und ich muss sagen, ich persönlich finde diese Zeitraffer-Videos unglaublich befriedigend, weil die Dinge so mühelos und unkompliziert einfach entstehen. Dabei hat es 1,5 Tage harte Arbeit bedeutet. Wir haben hier einen Feuerriesen, der auf dem Schlachtfeld vor Luba und Gelata erscheint und Feuereffekte sind so eine eigene Sache. Ich gehe da nachher gleich nochmal drauf ein. Was wir hier erstmal ganz gut sehen, ist, dass bei mir Tusche und Pencilarbeit oft parallel verläuft. Ich habe natürlich vorher die Figuren grob platziert, die ich einbauen möchte, aber arbeite dann erst die Figuren fein aus, wenn ich sie auch tusche. So wie hier Luba und dann kommt Gelata, die eben die Hauptelemente des Bildes neben dem Feuerriesen sind. So, dann weiß ich schon mal, wo die stehen. Ja, jetzt geht es, wie gesagt, weiter hier oben noch ein bisschen mit dem Feuereffekt. Da ist es ganz entscheidend. Man sieht es, glaube ich, dass man eine Outline zieht, die man aber dann nicht durchzieht, sondern eben durch starke Kontraste, diese sogenannten Kirby Dots, die so heißen, weil Jack Kirby sie erfunden hat, andeutet, aber immer wieder Platz lässt, weil Feuer ja eine amorphe Erscheinung ist. Ja, weiter mit einem Griffugol im Vordergrund. Natürlich ist es immer sinnvoll, von vorne nach hinten zu arbeiten. In diesem Fall ist aber der Feuerriese natürlich das Hauptelement, das ich erstmal verorten wollte auf der Seite. So, Gefieder auf den Griffugol. So, ja. Feuer ist auch insofern interessant, einfach als Lichtquelle. Du hast sehr harte Kontraste. Du hast schwarz und gleißendes Gelb-Orange gegeneinander. Insofern, ja, kommt eine Menge Schwarz auch vor. So, da zeichne ich einen zweiten Griffugol direkt vor dem Feuerriesen, der gerade in Flammen aufgeht. Und dann habe ich offensichtlich noch etwas an der Handhaltung des Riesen zu basteln. Und mache erstmal mit dem anderen Arm weiter, der schon etwas klarer ist. Ja, auch hier wieder die Kirby Dots. Ne? Es ist die beste Möglichkeit, dieses massige und gleichzeitig amorphe von Feuer zum Ausdruck zu bringen. Der zweite Griffugol direkt vor dem Feuerriesen geht in Flammen auf. Mhm. Und da einige kleinere Figuren, die herumpurzeln. Ja, das muss auch sein. Generell ist ja so eine Frage, Splash Page, ist das mehr Arbeit oder weniger Arbeit als eine normale Comicseite?
Ich muss sagen, zunächst mal, es ist ja nur ein Bild, das man auf einer Seite zeichnet. Insofern scheint die Arbeit reduziert zu sein. Tatsächlich sind es aber oft sehr, sehr aufwendige Bilder. Das kommt natürlich, ist im Einzelfall ganz unterschiedlich. Aber in der Regel würde ich sagen, an einer Splash-Page sitzt man sicherlich doppelt so lange wie an einer relativ einfachen Seite mit 6 bis 9 Panels, wo im Grunde Leute sich unterhalten und mal ein Haus von außen zu sehen ist oder ein Baum oder sowas. Das ist also sehr schnell gezeichnet und sehr schnell geschehen. Hier ist doch einfach viel mehr aufeinander abzustimmen. Du kannst nicht einfach sagen, so fertig, jetzt gehe ich zum nächsten Bild, sondern es muss alles miteinander in Bezug stehen. Und so arbeite ich hier weiter, fülle langsam das Schlachtfeld mit fliehenden Soldaten. Auch hier erstmal vorne anfangen, nachdem ich hinten aber so etwa geklärt habe, was da hinkommt. Wieder viel Schwarz, denn der Kontrast des Feuers muss deutlich werden. Ja, weitere Soldaten, jawohl. Das mit dem gleichzeitigen Arbeiten, ich weiß, das wurde mir schon öfter vorgeworfen, das kann man ja dann gar nicht inken. Für mich ist es tatsächlich so, dass das eine zusätzliche Arbeit wäre, die Zeichnung wirklich erst in Bleistift exakt zu konstruieren und dann zu tuschen. Für mich ist dieses parallele Arbeiten einfach die schnellste Art voranzukommen. So, da links kommt auch noch ein Griffugol hin. Sehr schön, sehr schön. So. Luba und Gelata selbst, die natürlich dann auch farblich abgesetzt wurden, habe ich eher so ein bisschen Luft gelassen, denn das sind ja die Figuren, auf die es ankommt. Ja, der Griffugol, der in Flammen steht, direkt vor dem Feuerriesen. Da wird gleich noch was passieren. Im Moment erstmal weitere Soldaten, 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 fliehende Soldaten. Was bleibt weiß, was wird schwarz? Oftmals dauert es eine Weile, aber im Endeffekt wird dann meist mehr schwarz, als ich vorher gedacht habe. Jo. So, den Soldaten da vorne noch schwarz. Dann hier auch im Vordergrund ein paar Lichteffekte. Und jetzt, darauf habe ich gewartet. Der Griffugol in der Mitte war mir nun doch zu präsent. Vor allem wollte ich, dass man klar sieht, dass der Feuerriese steht auf dem Schlachtfeld und nicht erst sozusagen ab der Hüfte aufwärts zu sehen ist. Deswegen habe ich hier erstmal die Flammen wieder weg Tippex, beziehungsweise ich benutze eine andere Marke von Pentel, aber der Effekt ist der gleiche. Ausweißen ist ein ganz wesentliches Werkzeug bei der Geschichte. Ihr seht vielleicht, ich habe jetzt dem Griffugol auch so ein bisschen ein angedeutetes schwarzes Skelett gegeben, um zu zeigen, dass er bereits in Flammen steht oder quasi gut durchgebraten schon ist. Ja, weiter geht es mit den etlichen kleinen Figuren, die da herumpurzeln und natürlich immer wieder die sogenannten Kirby Dots. Das sind einfach munter verstreute schwarze Punkte, können auch farbig sein, die nach Jack Kirby benannt sind. Ich weiß nicht, ob er sie wirklich als erstes benutzt hat, aber sie sind ein sehr effizientes Mittel, genau solche Effekte eben wie Feuer oder Explosionen darzustellen. So, da habe ich vorne noch eine Ecke gefunden, wo ich mir gesagt habe, Mensch, da muss auch noch was hin. Es muss ein rechtschaffenes Gedränge sein auf diesem Schlachtfeld. Also hier noch ein Soldat und da noch ein Soldat.
Mit ordentlich viel Schwarz. Vorne der Griffugol wird auch noch ein bisschen ausgeschwärzt. Siehst du? Ja. So, immer um die Textkästen rum. Es gibt Leute, die die Textkästen auch auf die Zeichnung, auf die fertige Zeichnung draufsetzen und die Sprechblasen. Ich mache das nicht, weil ich mir immer sage, warum soll ich da was hinzeichnen und es anschließend abdecken? Ich suche mir die Plätze für Textkästen und Sprechblasen aus und dann fange ich an zu zeichnen. So, die komplette Seite der Feuerriese, man sah hier eben auch sehr gut, dass das Gesicht direkt erstmal in die Hose ging und mit Tippex überarbeitet wurde. Vorne der brennende Griffugol. Hier sind Gelata und Luba und da sind allerlei flüchtende Soldaten. Ja, vielen Dank, das war's schon wieder für Sanctum Sanctorum Folge 4. Ich halte mich diesmal etwas kürzer, weil ich dieses Wochenende eine Menge auf dem Zettel habe. Unter anderem heiratet meine Tochter oder feiert ihre Hochzeit, geheiratet hat sie schon. Und da ist eine Menge zu tun. Insofern sage ich einfach, natürlich wird die Kolorierung auch hier dann zu sehen sein und die fertige Seite hänge ich auch nochmal zur Ansicht an den Beitrag. Ansonsten bis die Tage, ich melde mich wieder. Vielen Dank, bis dann.